Hey, ich bin Basti von Geekpunkt und heute wieder der Pile ist... Ich habe schon wieder dieses Logo, muss ich da wieder einblenden. Der Pile ist geil, ihr wisst, ich habe hier ein neues Overlay, alles ist neu und ganz neu hier auch wie immer mit meinem Twitch-Overlay und dem Live-Chat. Wir schauen uns wieder meine Tops und Flops an. Ich hoffe, ihr seid alle gut von der Spiel in Essen wieder nach Hause gekommen. Ich habe ein paar der Essen-Neuheiten im Vorfeld spielen dürfen und habe die auch hier. Und da freuen wir uns drauf, wie immer. Ich mache hier nur so eine binäre Bewertung. Ja, ich sage am Ende Top oder Flop, das ist kein wirkliches Ranking. Ich zeige euch aber die Spiele, ich erzähle von den Eindrücken, die ich am Spieltisch damit hatte. Ich erkläre euch, warum ich ein Spiel gut oder schlecht finde und ich hoffe, ihr könnt dadurch dann so ein bisschen besser für euch herausfinden. Ist das ein Spiel, was auch bei euch in der Gruppe funktioniert oder was ihr eher nicht wollt? Ob das dann Top oder Flop war, ist doch auch egal, machen wir eigentlich eher nur so zum Spaß. Ich fange mit einem Kickstarter an, der lustigerweise kurz nachdem er ausgeliefert wurde, direkt angekündigt wurde, dass er jetzt auf Deutsch nächstes Jahr bei Asmodee kommen wird. Und zwar habe ich euch heute mal mitgebracht das wunderbare Spiel Hamlet, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und ihr wisst, ich habe diese neuen coolen Einspieler und die haue ich auch jetzt hier unten auch rein. Hamlet, The Village Building Game. Hier 1 bis 4 Spieler. Und wir können uns das Ganze angucken. Das ist die englische Version von dem Spiel. Ihr kriegt das demnächst halt auch auf Deutsch nächstes Jahr. Ich habe das bei Kickstarter gebackt hier in dieser Founders Deluxe Edition. Schwierigkeitslevel ist gar nicht so hoch. Es ist fast schon eher ein Familienspiel. Vielleicht ein, ja, man kann schon sagen, auch Kennerspiel. Aber ich sag mal, das ist sehr einsteigerfreundlich, das Spiel. Spielmaterial sieht extrem interessant aus in dieser Deluxe-Version. Und wir gucken uns doch das Ganze hier mal an zusammen. Die Schachtel ist so ein kleines bisschen kleiner, also diese normalen Kosmos, sonst wie Boardgame-Schachteln. Was schon mal irgendwie mir aufgefallen ist, dass ich irgendwie, das Regelheft sieht irgendwie ganz anders aus wie das Cover. Also hier sind ganz andere Bilder und so, wie 2 verschiedene Spiele, irgendwie so ein bisschen. Aber die Regeln sind gar nicht wild. Ist relativ überschaubar zu verstehen. Es ist so eine Art... Es ist so ein bisschen kooperativ. Ich habe es noch nicht solo gespielt, aber eigentlich ist es ein konfrontatives Ding. Und was man alles von diesem Kickstarter-Ding auch kennt, ist diese 3D-Kirche, zu der werden wir noch einiges reden müssen. Die kann man sich hier zusammenbauen, da ist die Anleitung dabei. Man baut sich auch das Inlay selber. Also hier kann man sehr viel basteln. Und dann kommt Material. Das Material ist Kickstarter-typisch sehr üppig. Da ist die Frage, wie dann die Asmodee-Version aussehen wird. Wir haben hier so eine Siegpunkteleiste. Hier oben werden dann auch noch Teils ausgelegt, die man sich dann nehmen kann aus der Auslage. Und jetzt kommt das ganze coole Material. Wir haben so einen coolen Säckchen dabei. Da drin sind so Tiles, mit denen bauen wir ein Terrain. Die haben den lustigen Vorteil, dass sie so ganz schräge Formen haben. Die werden dann noch schräger. Wir schauen uns dann diese Tiles mal so ein bisschen genauer an, was die so können. Dann hat jeder Spieler in seiner Spielerfarbe hier unterschiedliches Material. Er hat hier Ressourcen, Brücken und so weiter. Teilweise sind die printed. Das Ganze hier für 4 Spieler in den entsprechenden Spielerfarben. Dann gibt es unterschiedliche weitere Teils, die hier ausgebaut werden können. Es gibt so ein Startteil, wo dann die Kirche drauf gebaut wird. Man kann die teilweise auf andere Seiten drehen, je nach Spieleranzahl gibt es also unterschiedliche Möglichkeiten etc. Das hier ist für den Solo-Modus. Also ihr merkt schon ganz viele solcher Teils und in der Kickstarter-Version sind hier auch noch hübsche Metallmünzchen dabei. Dann sind hier noch ein paar Ressourcen dabei. Da kann man schon zu Recht sagen, das sind aber wenig Ressourcen für so ein Spiel. Der Gag ist, dadurch, dass wir, das hat einen sehr interessanten, kooperativen Gedanken, wie wir mit Ressourcen umgehen. Und von daher schauen wir da mal. Der Raikotan beschwert sich. Was beschwerst du dich denn? Diese Einblendung da unten von Hamlet nervt dich? Sag da gern was dazu. Wenn es dich nervt, ist heute mal der Test, das hier einzublenden. Man muss ja auch nicht dauerhaft einblenden. Ich glaube, jetzt hat es eh jeder gelesen. Dann können wir es doch einfach wegblenden. So, last but not least gibt es diese wunderbare Kirche und das ist auch das Ziel des Spiels. Wir bauen diese Kirche, die besteht aus 5 Bauabschnitten und die werden dann hier so zusammengesetzt. Und ihr seht schon vielleicht so ein bisschen die Schwäche des Spiels. Seht ihr das? Das Ganze wird so zusammengeklebt, das hält aber nicht wirklich, dieser Kleber. Die Gebäude, das Ding steht schon wieder schiefe Turm von Pisa. Wenn ihr Leute auf Instagram seht und solche Spalten in diesen Dings seht, das Ding ist total scheiße
konstruiert. Also wer auch immer auf die Idee kam, dass das so zu konstruieren, und es geht halt auch alles wieder auseinander und ist halt so auch durch die Qualitätskontrolle gegangen. Das ist einfach nicht geil. Entweder besorgt ihr euch nicht die Deluxe-Version, weil so macht die Kirche überhaupt gar keinen Sinn. Oder Asmodee tut hier noch so ein kleines bisschen nachbessern. Auf den Instagram-Fotos sieht es ja ganz cool aus. Aber am Spieletisch hat das Ding überhaupt gar keine Funktion. Ihr habt stattdessen hier, wenn ihr wollt, so eine flache Kirche. Die könnt ihr einfach auch auslegen. Die würde ich euch auch empfehlen, weil es wird dadurch auch ein kleines bisschen unübersichtlich. Wie funktioniert das Spiel? Der Spam im Chat. Ach ja, der gehört halt dazu, damit man halt dann einfach mal ein bisschen weiß. So, genau. Die Kirche ist auch immer im Weg, schreibt der Meeple Pete. Das ist auch genau das Thema, weil ihr habt das hier in der Mitte liegen, dieses Teil. Da wird die Kirche drauf gebaut und ihr müsst auch gleichzeitig sehen, wer hier seine Scheibchen drauflegt. Und dann wird hier rundum werden Tiles angesetzt. Ich kann das ja mal hier machen. Die Regel ist relativ einfach. Die Wege müssen immer verbunden bleiben. Die kann man also nicht zubauen. Aber ich kann zum Beispiel eine Waldwand trotzdem gegen eine Steinwand bauen und so weiter. Die ist dann nicht verbunden, aber ich habe hier so Brücken, da kann man so Brücken bauen. Wir werden jetzt gar nicht so sehr ins Detail des Spiels eingehen, aber wie funktioniert es? Man kann in seinem Zug seine Worker bewegen auf beliebige Felder und dann jeweils die Aktion des Felds machen. Zum Beispiel bei diesem Feld kann man jetzt hier 5 Ressourcen erzeugen. Wenn man das tut, bekommt man dafür eine Münze. Die Ressourcen gehören einem aber nie selber. Die liegen jetzt hier, und wenn man irgendetwas anderes baut, wo man Ressourcen für braucht, ich schaue mal, ob ich gerade einen Teil da habe, für das man Ressourcen braucht. Schauen wir mal. Hier ist zum Beispiel ein Teil, wo man Ressourcen braucht, diese Windmühle. Wenn man die nun baut, dann nimmt man sich Ressourcen vom Spielplan, um das Ganze zu bezahlen. Das heißt, wir arbeiten an der gleichen Kirche mit denselben Ressourcen. Das ist so die kooperative Komponente. Aber wir versuchen natürlich, so viele Siegpunkte wie möglich zu sammeln und so viel auch für die Kirche beizusteuern. Und am Ende gewinnt der, der das am besten gemacht hat. Das sorgt für eine ganz interessante Interaktion am Tisch. Was aus meiner Sicht so ein bisschen immer noch die Schwäche ist, ist, es ist sehr unübersichtlich. Ihr seht das jetzt schon. Jedes Feld hat eine andere Funktion, jedes Feld hat eine andere Größe. Es lädt auch so ein kleines bisschen zum Downtime-Grübeln an. Obwohl man nicht so viele Entscheidungen hat, muss man doch relativ viel überlegen, wie ich das Teil jetzt hier reinpuzzle. Passt das so und so weiter. Es ist so ein bisschen, für den geringen Schwierigkeitsgrad, den das Spiel hat, lädt es so ein kleines bisschen sehr zur Downtime ein. Der Vorteil ist aber, wenn man zum Beispiel zu zweit spielt, muss man nur 3 Bauabschnitte von der Kirche schaffen, zu dritt dann 4 Bauabschnitte und so weiter. Das heißt, es spielt sich schon relativ schnell. Ich glaube, in unserem Fall, wo wir es gespielt haben, waren wir so, wir haben es zu zweit gespielt. Ich glaube, wir waren mit Regeln so nach einer Stunde durch. Also es spielt sich zackig. Ich finde es ein wirklich super interessantes Spielkonzept. Diese gemeinsamen Ressourcen, dieses Bauen vom Terrain, dadurch dann wieder zu sagen, ach, hier kann ich Ressourcen bauen. Es ist so, dass ihr auch nicht einfach so Ressourcen benutzen könnt. Ihr braucht so Packesel dazu. Wenn die aber nicht die richtige Verbindung herstellen, dann kommst du nicht an die Ressourcen dran. Also es hat auch so Tüftelelemente. Wie kann ich jetzt am besten meinen Zug machen? Man holt sich auch immer mehr Worker dazu, um einfach ein bisschen mehr jede Runde machen zu können und so weiter. Das ist cool. Wie gesagt, ich hätte halt dieses Hamlet, um das es eigentlich geht, was hier auch so cool aussieht, gar nicht gebraucht. Das hat eher genervt bei dem Spiel, das hat eher dafür beigetragen, ihr könnt euch das vorstellen, wenn es jetzt hier draufsteht und ihr guckt da auf den Spielplan, dann seht ihr überhaupt nicht alle Felder gleichzeitig, die hier angrenzen. Und es ist wichtig zu sehen, wo sind schon Verbindungen und so weiter, wo liegen Ressourcen, wo ist mein Gegner. Also das Spiel basiert extrem darauf, dass man guten Überblick über den Spielplan hat. Das ist leider nicht gegeben, wenn man mit dieser 3D-Kirche spielt. Also die ist völlig für den Arsch. Von daher, vielleicht reicht dann bei der deutschen Version von Asmodee, wie auch immer die aussehen wird, einfach eine normale Version ohne eine 3D-Kirche, oder sie haben da irgendeine andere Idee, wie das Ganze funktionieren kann. Ich würde euch die Founders Deluxe Version daher gar nicht so sehr empfehlen. Wenn ihr euch die holt, lasst halt Teile des Materials weg, dann habt ihr immer noch die coolen bedruckten Ressourcen etc. und Metallmünzchen und das ganze Zeugs. Aber ich glaube, hier bist du mit der Retail-Version eigentlich ganz zufrieden. Übrigens, Hamlet heißt Kaff auf Deutsch und nicht Kirche. Danke, Joachim. Ich
ich, für mich ist Hamlet immer ein Theaterstück gewesen. Ich finde das Spiel trotzdem interessant und es ist auch auf der Messe gut weggegangen in Essen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich will es gar nicht so sehr zerreißen dafür, dass sie diese ganze Deluxe-Scheiße echt verkackt haben bei dem Spiel. Das ist halt so, das ist halt bei Kickstarter manchmal das Problem. Das Spiel selber finde ich gut und für die normale Version kriegt ihr von mir eine Empfehlung und deswegen kriegt Hamlet von mir ein Top. Das hat's auch jetzt mal verdient. So, ich bin mal gnädig, weil eigentlich für die, ich muss jetzt da das alles nochmal neu verkleben, diese scheiß Kirche und den ganzen Kack. Aber das Spiel selber hat Laune gemacht. So. Wir gehen mal weiter zu einem Rezensionsexemplar. Und zwar habe ich dieses Spiel auf, ich glaube, Instagram gesehen und habe den Autor angeschrieben oder den Verlag. Ich weiß gar nicht mehr. Autor oder Verlag habe ich angeschrieben und habe gesagt, Riesenrespekt davor, dass ihr ein riesengroßes Poloch auf den Deckel eurer Spieleschachtel gedruckt habt. Und das fand er so witzig, dass er gesagt hat, wusstest du eigentlich, dass wir noch mehr Spiele haben, wo Po-Löcher auf dem Schachteldeckel drauf sind? Wenn du möchtest, kannst du alle Spiele von uns mal bekommen und hier vorstellen auf dem Kanal. Und das hat er gemacht. Er hat mir insgesamt 4 Spiele zugeschickt von seinem relativ kleinen, vielleicht für euch sogar unbekannten Verlag. Alles so in der Richtung Party Games angesiedelt. Und ich habe 2 davon jetzt mitgebracht, die wir uns mal angucken können. Super interessant. Der Verlag nennt sich Lucy Goosey. Und das erste Spiel, um das es hier geht, das ist die Neuheit dieses Jahr mit dem Poloch, ist das Spiel Luck Tales. Ihr seht hier diese Ente und ihr seht Respekt, dass sie da dieses Poloch mit vorne drauf gedruckt haben. Lucy Goosey Games. Kleine Schachtel, Triggerwarnung, ich habe sie falsch zusammengebaut. Die wiegt schon jetzt irgendwie gefühlt nur 10 Gramm. Ihr werdet gleich sehen, in der Schachtel ist eigentlich fast nichts drin. Das, was drin ist, sind aber ganz schöne Komponenten. Wir haben ein bisschen Holzkomponenten, die sind auch bedruckt, hochwertig. Wir haben eine Spieleanleitung in Deutsch, eine Spieleanleitung in Englisch. Und wir haben hier so Custom-Karten. Kommen alle raus da. Wir haben hier so Custom-Karten. Die sind hier so rund. Und worum geht es bei Luck Tales? Luck Tales ist wirklich ein kleines Glücksspiel. Das sind so kleine Spielerhilfen, die jeder Spieler bekommt. Das ist auch nochmal so eine Spielerhilfe, die in der Mitte liegt. Und ihr merkt es gleich, so viel Material ist dann da gar nicht dabei. Das sind alles Spielerhilfen, Spielerhilfen, Spielerhilfen. Das ist eine leere Karte, die ist dafür da, wenn man eigene Regeln erfinden will. Nochmal eine Spielerhilfe. Und das sind dann die, das ist das eigentliche Spiel, diese 8 Karten. Zusätzlich habt ihr dieses Holzmaterial. Das ist eigentlich letztendlich nichts anderes als Siegpunkte. Die kleinen schwarzen Dinger zählen 1 Punkt, die weißen zählen 5 Punkte. Und zusätzlich habt ihr noch diese kleinen, lustig bedruckten Enten. Die haben leider, das muss ich auch sagen, an meinem Spieletisch gab es da gleich Aufruhr. Was ist da los? Was ist da los? Wieso ist da kein Poloch aufgedruckt? Kann doch nicht sein. Da sind Flügel aufgedruckt, aber kein Poloch. Und davon gibt es, glaube ich, 7 oder 8 Stück von diesen Lucktails. Ich denke da immer an Ducktails, wenn ich das höre. So, wie funktioniert das eigentliche Spiel? Das ist gar nicht so kompliziert. Die Karten hier werden gemischt. Dann wird jedem Spieler verdeckt, sagen wir mal, wir spielen zu dritt, verdeckt eine Karte ausgegeben. Dann werden 2 Karten verdeckt in der Mitte ausgelegt. Ich lege die mal dahin. Und die restlichen Karten werden offen ausgelegt. So. Bei den offenen Karten ist es jetzt so, da stehen immer drauf, wie viel Siegpunkte die wert ist. Die ist 2 Siegpunkte wert, die ist 6 Siegpunkte wert, die ist 3 Siegpunkte wert. Bei den verdeckten weiß man es nicht. Hier in dieser Übersicht sieht man, was es überhaupt für Karten gibt. Jetzt werden also die Karten, die schon offen liegen, die also jeder kennt, hier einfach abgedeckt, um zu sagen, die sind gar nicht mehr im Spiel. Denn es geht ein bisschen darum, so ein bisschen so Zonk zu spielen. Kennt ihr noch hier den Zonk? Es geht ein bisschen darum, geschickt zu bieten, zu sagen, ich will deine Karte und biete dir dafür was. Oder ich möchte die Karte tauschen. Und es geht darum zu versuchen, hier bei sich verdeckt so möglichst viele Siegpunkte zu haben, denn die kriegt man am Ende. Und jetzt sieht man diesen halt schon aus dem Spiel.
Und wie funktioniert es jetzt? Man kann nun anfangen zu bieten. Und zwar kann ich sagen, pass auf, ich biete hier mal 2 auf deine Karte. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, man darf sich vorher vom rechten Nachbarn geheim die Karte angucken. Dieses Symbol zum Beispiel bedeutet, wenn man das am Ende vor sich liegen hat, kriegt man so viele Siegpunkte, dass man zum führenden Spieler aktuell aufschließen kann. Also das ist auch ein sehr mächtiges Ding, das möchte man haben. Und hier auf dieser Übersicht sehen wir jetzt, wie das Bieten funktioniert. Wenn ich also 2 Punkte biete und er nimmt das Gebot an, dann kriegt er einen Siegpunkt, steigt aber aus, was auch immer er hier für eine Karte hat. Was natürlich total dumm ist, weil die Karte ist schon mal mindestens einen Siegpunkt wert. Das heißt, im Normalfall will er noch ein bisschen weiter steigen. Genau, geh aufs Ganze mit Jörg Träger. Das ganze Spiel ist basiert sehr auf diesem Originalspiel aus Amerika, was so geh aufs Ganze, was so ein bisschen anders ist wie unser Geh aufs Ganze, wenn ich das so richtig gelesen habe. So, und jetzt kann der entscheiden, wenn er dieses Angebot hat, geht er drüber, also sagt er, nee, ich biete aber zum Beispiel 3 oder 4 für deine Karte, dass du aussteigst. Oder sagt, hey, ich nehme das an. Wenn er es annimmt, steigt er jetzt aus und die Karte wird umgedreht, wird aber nicht gewertet. Er kriegt nur die Punkte, die angesagt waren. Oder er pokert und sagt, hey, pass auf, ich steige einfach so aus, aber ich nehme dein Angebot nicht an, sondern ich will entweder diese Karte für mich werten oder ich tausche die jetzt gegen eine der verdeckten Karten und werte die für mich. Also das Spiel ist die ganze Zeit pokern. Wenn das jetzt so passieren würde, zum Beispiel der steigt aus, tauscht die Karte, die wird umgedreht. Dann ist jetzt 4 Siegpunkte auch weg, dann wird das hier abgedeckt. Und so wird halt geguckt, welche Chance habe ich noch auf 5 Siegpunkte und so weiter. Und so zocken hier halt alle die ganze Zeit, bieten aufeinander etc. Und das Ganze spielt man mehrere Runden, man sammelt einfach die Siegpunkte. Und ich glaube, man spielt bis, ich weiß gar nicht, 20 Punkte, 15 Punkte, ist ja auch egal. Ich glaube, man kann da auch, glaube ich, custom für sich sagen, bis wie viele Siegpunkte man das Ganze spielt. Wahrscheinlich kann man es sogar als kleines Saufspiel spielen oder wie auch immer. An sich ein lustiges, schräges Spielkonzept mit lustigem, schrägem Spielmaterial. Ich kann dazu sagen, die Runde, mit der ich das gespielt habe, war, sagen wir mal, jetzt nicht die aufgeschlossenste Partyspielrunde. Wir waren nicht betrunken. Wir waren nicht so unbedingt in Partylaune. Und dieses Rumgebiete, dieses Rumgezocke war schon sehr Lucktail. Also der Punkt ist, das ist ein Spiel, wo, glaube ich, Leute, die gerne pokern, Leute, denen eine 51-prozentige Chance auf irgendwas reicht, um zu sagen, hey, aber da tausche ich jetzt natürlich meine Karte, weil ich habe ja hier die Chance XY. Für den ist das, glaube ich, was total Geiles, also für so eine Pokerrunde. Die waren wir gar nicht. Wir waren Leute, die gerne so ein kleines bisschen, sagen wir mal, Kontrolle drüber haben wollten, ob wir jetzt Punkte machen oder nicht. Und dieses Hin- und Hergebiete und Rumgeschulper und sonst irgendwas hatte auch jetzt nicht so diese Qualität, wie ich sie jetzt von, keine Ahnung, von irgendwie Kuhhandel oder sonst irgendwas kenne. Also prinzipiell war das relativ dröge und wir haben relativ schnell dann auch gesagt, okay, jetzt haben wir alles gesehen, wir brauchen jetzt nicht noch 5 weitere Runden spielen, bis wir Punkte haben. Reicht, ist nicht unser Spiel. Und deswegen hier an dieser Stelle erstmal Grüße natürlich an den Verlag. Danke auch für das Review-Exemplar. Ich denke, für das Spiel bin ich einfach schon mal der Falsche. Der Funke ist bei mir da gar nicht übergesprungen, hat überhaupt gar keine Laune gemacht, wird auch, glaube ich, demnächst bei mir einfach irgendwie in der Gruppe verschenkt oder so, dass da irgendwie jemand anders mit eine Freude hat. Lucktails wäre für mich nur eine Empfehlung für euch, wie gesagt, wenn ihr einfach so coole Partygames wollt, wenn ihr so Pokerleute seid, wenn ihr in eurer Runde eher so Mathematiker sitzen habt, die dann Wahrscheinlichkeiten durchrechnen, ja, kam bei mir gar nicht an. Ist halt nur so ein nettes kleines Ding, ist immer ein bisschen schade für so einen kleinen Verlag. Ich weiß nicht, wie das in Essen so gelaufen ist. Wie gesagt, optisch ist das ja ganz witzig, auch mit dem Poloch. Aber leider war das keine Hidden Gem, bei mir war Lucktails daher Flop. Und ich grüße da bei Flip and Fight. Schön, dass ihr auch da seid. So, das will ich jetzt aber so nicht stehen lassen. Hey, danke dir, Mrs. Cool, 15 Monate dabei. Sehr, sehr, sehr lieb. Da ist schon wieder ein Monat rum. Ja. Ich will das jetzt so nicht stehen lassen mit Lucy Goosey Games, denn uns ging es dann auch so ein bisschen, ah, das ist jetzt eigentlich schade, weil ist doch eigentlich ein ganz... Es ist auch immer schade, wenn so ein aufstrebender Verlag mit so einer frischen Idee kommt und dann zündet sie bei dir nicht und so weiter. Deswegen, ich habe gesagt, ich habe 4 Spiele geschickt bekommen, habe ich das nächste Po-Spiel genommen. Und zwar heißt es auf Deutsch Popo-Beutel, das wunderbare Spiel.
oder auf Englisch, falls ihr es zocken wollt, Bag of Butts. Ein Arschspiel. Wieder von Lucy Goosey, wieder Regeln auf Deutsch und Englisch dabei, selbes Format. Ihr seht, die haben ein bisschen Hang zu lustigen kleinen Partyspielchen. Bag of Butts, 2 bis 4 Spieler. Auf BGG erschreckend schlecht gerankt mit einer 5,2. Ist keine Neuheit aus diesem Jahr, sondern ist aus letztem Jahr. Und wir schauen uns hier das Spiel an. Und das ist das, was man erwarten würde im Karton. Wir haben einen Bag. Hallo Ale Early Up. Und in dem Bag haben wir die Butts. Und zwar lustige kleine Holzsteine in unterschiedlichen Farben. Ich weiß nicht, wie es für Farbenblinde ist. Das könnte problematisch sein, würde ich jetzt mal behaupten. Und haben halt diese Holzsteinchen in Arschform. Und, upsa, da ist noch einer. Und dazu haben wir diesen Punkteblock, einen kleinen Stift und Anleitungen. Die Anleitung werden wir gleich brauchen, weil ich will euch aus der Anleitung einfach mal vorlesen, wie das Spiel funktioniert. Damit ihr so einen ganz kleinen Eindruck bekommt, worauf ihr euch da einlasst, wenn ihr spielt. Achtung, ihr müsst aufpassen. Es gibt nämlich die sogenannten Bonuspunkt-Popos. Die Bonuspunkt-Popos sind die grauen Spielsteine. Das sind die Bonuspunkt-Popos. Achtung, ich zitiere aus der Regel. Für jeden grauen Sonderpopo in einer Popo-Gruppe, die du wertest, bekommt jeder Spieler einen Bonus-Popo-Punkt pro eigenem Spieler-Popo in dieser Popo-Gruppe. Ich hoffe, ihr habt die Regeln verstanden. Also ich kann schon jetzt sagen, die Regeln sind gespickt mit dem Wort Popo. Ohne Ende. Alles heißt Popo. Der Sperr-Popo, der Bonus-Popo, der Zusatz-Popo, der Aufhol-Popo, der Spieler-Popo. Es ist einfach für den Arsch die Regel. Und ich muss wirklich sagen, ich mag es ja, wenn es ein bisschen witziger ist. Es ist unglaublich scheiße gewesen, die Regel zu lesen. Es war anstrengend. Ich wollte schon an der Stelle abbrechen, aber wir haben es trotzdem gespielt. Und ich lese im Chat schon Flop, seid nicht so voreilig. Nur weil eine Regel scheiße ist, nur weil ein Spiel aus einem Sack und ein paar Ärschen besteht, heißt es ja noch nicht, dass das Spiel wirklich kacke ist. Wie funktioniert's? Wir haben Popos in den Spielerfarben. Man kann das also bis 4 Spieler spielen. Lustigerweise scheint hier jetzt ein Arsch zu fehlen. Wo ist der? Ah ja, der ist hier in die Schachtel gefallen. Also jeder Spieler hat Popos in seiner Farbe. Hinzu kommen diese Sonderärsche. Jeder hat einen vor sich, der dient eigentlich nur einem einzigen Zweck, um anzuzeigen, welche Farbe spielt denn jeder. Die anderen Popos kommen in den Sack hinein. Und dann fängt das Spiel schon an. Der erste Spieler, der dran ist, sagen wir mal, es ist der Spieler Blau, weiß jetzt, hier sind 8 Ärsche in diesem Sack und muss nun ansagen, wie er die hier rauszieht. Man muss immer 3 Stapel machen. Das heißt, er könnte zum Beispiel sagen, erster Stapel 2 Popos, zweiter Stapel 2, dritter Stapel Rest. Und dann zieht er hier rein. Es ist also Push Your Luck oder Back Out of the Bag Taking und macht jetzt hier diese einzelnen Häufchen, also so ein bisschen I cut you choose und hat jetzt 3 Haufen und kann sich nun entscheiden, welchen dieser 3 Haufen er wertet. Wertung bedeutet jetzt immer, wenn die Spielerfarbe dabei ist, bekommt derjenige Spieler einen Punkt. Das heißt, wenn er das hier werten würde, würde er einen Punkt kriegen und der Spieler. Wenn er das werten würde, die beiden Spieler. Und wenn er das werten würde, einfach jeder Spieler. Das heißt, es ist relativ logisch, er wird wohl das hier nehmen und die beiden bekommen einen Punkt. Und dann kommen die ganzen Popos wieder in den Sack und der nächste Spieler ist dran. Allerdings, jedes Mal, wenn der Sack weitergegeben wird, wird per Zufall einer dieser Zusatzpopos mit in den Sack geworfen. Das heißt, jetzt ändert sich die Wahrscheinlichkeit, der rosa Spieler ist dran. Der greift nun wieder rein, sagt zum Beispiel 2, 1, Rest. Jetzt macht er also hier die 2, er macht hier die 1 und er macht hier den Rest. Das war jetzt eine ziemlich dumme Entscheidung. Warum war das eine dumme Entscheidung? Weil hier der schwarze Popo dabei ist und jetzt darf er die nicht werten. Das heißt, er darf nur das oder das werten. Hier bekommt der grüne Spieler einen Punkt, hier der grüne und der blaue Spieler einen Punkt. Also er geht leer aus. War jetzt eine dumme Ansage von ihm. Okay, er wertet zum Beispiel den. Das heißt, es kommt wieder alles zurück in den Sack und es kommt wieder ein neuer Popo dazu. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Ein neuer Popo könnte der weiße sein. Wenn der dabei ist, ist man einfach nochmal dran bei einer Wertung. Oder es könnte der braune Popo dabei sein. Der braune Popo ist, glaube ich, der Aufholpopo. Kann das sein? Ich kann es mir immer nicht merken. Genau, ist der Aufholpopo.
Der ist schlichtweg immer der Spieler, der bisher die wenigsten Punkte hat als Farbe. Und dann gibt es noch die Grauen. Die sind schlichtweg Kopierpopos. Wenn die dabei sind, kopieren sie die Popos aller anderen Spielerfarben, die dabei sind. You get the idea. Es ist relativ viel Regel in diesen paar kleinen Ärschen. Hinzu kommt, dass folgendes Szenario passieren kann. Warum auch immer zieht man drei Haufen und in jedem Haufen befindet sich ein Sonderpopo. Wenn das passiert, darf gar nicht gewertet werden. Der Spieler, der dran war, kriegt keine Punkte. Und alle Sonderpopos werden wieder aus dem Spiel entfernt und man spielt wieder von vorne los mit frischen Popos und frischen Wahrscheinlichkeiten. Zusätzlich kann sich ein Spieler entscheiden, wenn er dran ist, zu sagen, hey, ich will nicht mit dem aktuellen Sack spielen, da sollen alle Bonus-Popos raus, ich spiele wieder nur mit dem normalen Sack. Und lustigerweise funktioniert das als Spiel wirklich gut. Also scheiß drauf, dass da Ärsche drauf sind. Das Push-Your-Luck-Element, das Verteilen in drei Stapel und auch zu hoffen, okay, es sind vier Bonus-Popos drin, wie verteile ich jetzt wahrscheinlich die Häufchen, dass ich vielleicht mache ich 1-2 Rest 1-3, so ein bisschen pokern und so weiter. Das hat lustigerweise Spaß gemacht. Es hat lustigerweise Spaß gemacht und es wäre für mich so ein klassisches Urlaubsspiel. Zack, einfach hier das Säckchen mit rein. Das ist sowas, keine Ahnung, irgendwie im Urlaub abends bei einem Gläschen Rotwein, es muss noch schnell was gezockt werden, spielst du dieses Ding. Und ja, es sind halt Popos. Ich habe jetzt nicht drüber gelacht, dass da andauernd Popos sind. Aber es ist ein ganz nettes, seichtes Push-Your-Luck-Spiel mit lustigerweise mehr Strategie dahinter, als ich dachte. Ich bin mit der 5, irgendwas, die da auf Boardgame-Geek ist, nicht einverstanden. Das Spiel ist sicher mindestens mal eine 6 oder 6,5. Ich weiß nicht genau, was ich dem Ganzen auf BGG gegeben habe. Ich glaube, eine 6,4 oder so habe ich dem gegeben. Ich weiß auch nicht, was es kostet. Wie gesagt, ist ein Rezensionsexemplar. In dem Falle, das Game war letztes Jahr auf der Spiel 21, genau. Und hat mir lustigerweise Spaß gemacht und würde ich euch sogar empfehlen. Das ist so ein bisschen auch wie diese Big Potato-Spielchen. Ich fand's cool mit allem, was scheiße ist. Also der Anleitung, die nicht gut ist, dem übermäßigen Popo. Trotzdem funktionieren die Regeln irgendwie ganz gut und so eine Runde mit 3-4 Leuten spielen das echt ganz cool runter. Also ich sage, Popo-Beutel ist lustigerweise, ihr werdet es nicht glauben, top. Top. Oh, gleich zweimal top. Ihr könnt also den Krankenwagen rufen, irgendwie, der hat einen Schlaganfall, der Basti. Das kann doch nicht top sein, oder? Es wird noch schlimmer, Leute. Pass auf, ich bringe jetzt hier Spiele mit, da werde ich sagen, was ist denn jetzt los mit dem? Ist der auf seine alten Tage jetzt völlig kaputt gegangen? Zu dem Spiel gibt es auch eine super interessante Geschichte. Und zwar, das ist eine Neuheit, ich glaube eine Frühjahrsneuheit. Also auf jeden Fall aus diesem Jahr. Ist jetzt nicht unbedingt ein Hype-Titel auf der Spiel in Essen gewesen. Nee, glaube ich nicht, dass das ein Hype-Titel war. Und ich habe das gesehen, dass das Spiel rauskommt und ich habe es einfach ignoriert. Weil es sah nach so einem Familienspiel aus. So, und ich dachte mir schon, ach, ich glaube, meine Kinder spielen das nicht mit mir. Mit Erwachsenen hast du ja nicht unbedingt Bock, so ein Familien-Kinder-Ding zu zocken. Und habe das an mir vorübergehen lassen. Was allerdings witzig war, dass ich ja gerade ganz viele Verlosungen gemacht habe. Und bei einer Verlosung ist leider was schiefgegangen. Da sind die Spiele nicht richtig angekommen bei den Leuten. Da wollten wir uns einfach entschuldigen und haben denen einfach nochmal extra Spielchen geschickt und so weiter, weil sie länger warten mussten. Und haben. Das ist auch inzwischen alles gut. Die haben alle ihre Spiele bekommen von der Verlosung, sind auch alle glücklich. Kann ja mal vorkommen, dass ein Spiel ein bisschen später kommt, nicht ankommt und so weiter. Passiert. Und dann schrieb mir der Verlag, ja pass auf, wir haben dir auch noch ein Spiel losgeschickt, Basti, weil du da halt so schön um die Kommunikation gekümmert hast, wollen wir dir auch nochmal Danke sagen. Das Spiel kannst du entweder selber spielen oder in der Community verlosen. Und ich habe lustigerweise dann zurückgeschrieben, ja, machen wir ganz gerne. Übrigens habe ich jetzt mal geguckt, dieses eine Spiel, was ich nicht wollte. Ich habe mir das jetzt ein bisschen genauer angeguckt. Ich glaube, das will ich doch mal testen. Habt ihr da eine Kopie für mich? Und dann hieß es, das ist lustig, dass du da eine Kopie von bist. Das haben wir dir jetzt gerade eh losgeschickt, denn das haben sie mir einfach als Dankeschön rübergeschickt. Und hier ist dieses jetzt super lange Introduction für dieses Spiel, was nichts mit dem Spiel zu tun hat. Achtung, aufgepasst, es sieht aus wie ein Familienspiel,
Aber haltet euch mit voreiligen Urteilen zurück. Ich bringe euch hier etwas mit, was echt spannend ist. Von Schmidt Spiele, ein Rezensionsexemplar. Und zwar die Zukunft von Camelot. Oh, oh. Ihr seht gleich, warum ich meine Familienspiel. Schaut euch das an. Vom Cover-Artwork her ist das ja alles irgendwie so ein bisschen knuffig. Schmidt Spiele ist ja auch eher mal ein Verlag, auch für die seichteren Spiele und so weiter. Und wenn ihr euch jetzt hier das Spielmaterial auch anguckt, ja, Standard, also das sind nicht unbedingt Standard-Miebel, aber so ein paar Miebelchen, die auf dem Spielfeld gestellt werden, ein paar Kärtchen, sieht jetzt nicht nach dem krassen Eurogame-Brecher aus, oder? Ab 10 Jahren, was erwartet man da schon, nicht wahr? Und ich hatte es mir aber ein bisschen genauer angeguckt und hatte schon die Vermutung, dass es mehr kann, als ich dem Spiel bisher zugetraut habe. Und jetzt schaut mal, ob es euch auch interessiert. Was erstmal auffällig ist, für ein Kinderspiel hat es erschreckend viel Regel, erstmal. Relativ viele Züge, relativ viele, sagen wir mal, Asymmetrie die ganze Zeit und auch Entscheidungen, die ich für Kinder schwierig finde, die zu treffen sind. Die Schachtel ist irgendwie schräg, sie ist so halb voll, halb leer irgendwie. Es gibt keinen Spielplan, es ist aber so modular, den puzzelt man sich zusammen. Man fragt sich so ein kleines bisschen, ob es vielleicht auch in einen kleineren Karton gepasst hätte. Die Diskussion will ich jetzt aber noch gar nicht so sehr vom Zaun brechen. Ich hole mal das ganze Spielmaterial raus und dann zeige ich euch mal ein bisschen, wie das Game hier funktioniert. Ihr habt in der Mitte dieses zentrale Teil und habt 4 weitere Puzzleteile, die ihr als Spielplan dran setzt. Die sind deswegen Puzzleteile, weil es die auf 2 Seiten gibt. Die Seiten sind einfach unterschiedlich und dadurch habt ihr ein bisschen Wiederspielreiz. Ihr könnt einfach immer entscheiden, ich mache mal jetzt hier irgendwie nur A rein, wie die einzelnen Räume des Palastes, des Schlosses hier funktionieren. Es ist von der Idee her, sagen wir mal, für Leute, die vielleicht Sachen wie Mille Fiori ganz gut fanden. Also es ist ein Punkte sammeln, mit unterschiedlichen Kriterien Punkte zu bekommen. Und zwar kann man es mit bis zu 5 Leuten spielen. Jeder hat in seiner Spielerfarbe diese Miepel. Und diese Miepel oder Ritter, diese setzt man ein. Es gibt einfach unterschiedliche Möglichkeiten, hier Punkte zu machen. Ich kann das mal relativ schnell durchgehen. Hier auf diesem Exerzierplatz muss man immer jede Reihe erstmal voll machen. Dann darf man die nächste Reihe, dann die nächste, dann die nächste. Man bekommt, wenn man den hier hinsetzt, sofort so viele Siegpunkte, wie diese Spalte bringt. Also in dem Falle 4 Siegpunkte. Und zusätzlich bekommt man eine Funktion, wenn man es schafft, hier eine Reihe mit 3 gleichfarbigen hinzupuzzeln. Zum Beispiel so oder so oder so. Dann kann man sich hier so einen Bonus aussuchen. Dann gibt es hier die Möglichkeit, dass einfach die Tafelrunde ist total einfach. Da wird am Ende des Spiels geguckt, wer hat hier die Mehrheit und der bekommt 13 Siegpunkte und nochmal so einen Sonderbonus. Wer gar keinen drin hat, kriegt Abzüge. Auch easy. Hier unten laufen wir einfach Wege hoch. Das heißt, jeder darf nur auf einer dieser Spalten anfangen. Wege kreuzen sich. Das heißt, wenn hier ein Spieler anfängt und ich kreuze jetzt hier rüber, dann kann der nicht mehr weiterlaufen oder muss hier rüber. Und nur ein einziger kommt oben an. Man sammelt hier auch immer sofort Punkte oder so Grasplättchen oder darf nochmal welche einsetzen und so weiter. Und hier drüben laufen wir im Kreis und versuchen, ihr Herz zu gewinnen. Was heißt ihr Herz zu gewinnen? Wir sammeln hier Herzchen. Und wenn man auf Feldern steht, das muss man natürlich hier immer weitermachen, aber ich überspringe das jetzt mal kurz. Wenn man auf Feldern steht, dass man insgesamt 3 Herzchen hat, dann ist dieses Feld freigegeben, was nochmal 80 Punkte gibt, wo nur noch einer sich reinsetzen kann. Das ist hier dieses Einsatzmechanismus. Und wie setzen wir jetzt da ein? Das ganze Spiel hat eine variable Spielerreihenfolge, die wird hier festgelegt. Und in dieser Reihenfolge dürfen jetzt Leute entscheiden, was sie glauben, wie viele Ritter insgesamt ausgeschickt werden. Wir sind ja Camelot, das heißt, die Ritter der Tafelrunde marschieren los. Und was heißt eingesetzt? Jeder macht verdeckt eine Anzahl an Rittern in seine Hand. Und jetzt wird reihum in dieser Reihenfolge geguckt, was glaube ich denn, wie viele Ritter sind da insgesamt? Und je nachdem, was geboten wird, entsteht nun eine neue Spielerreihenfolge, die jetzt für die nächsten Aktionen wichtig ist. Dann wird hier aufgedeckt. Und es geht gar nicht darum, wer hier die meisten gezeigt hat, sondern wer das am besten erraten hat. Und daraus ergibt sich, wie gesagt, diese Spielerreihenfolge. Zusätzlich werden hier Karten umgedreht. Und in dieser Spielerreihenfolge darf man sich jetzt jeweils eine dieser Karten nehmen. Und diese Karten gibt es in einer Werten. Da ist einfach nur ein Schild drauf. Die gibt es in zweier Werten. Da sind dann 2 Schilder drauf. Und in dreier Werten, das sind dann, 3 Schilder drauf. Und wenn man sich die nimmt, dann
setzt man so viele Ritter, wie man gerade auch hatte, auf diese Felder ein. Zum Beispiel hier zweimal auf Rot, einmal auf Grün. Das heißt, wir bieten auch die ganze Zeit auf eine Auslage und versuchen natürlich, die Karten jetzt zu bekommen oder diese Aufträge, um hier auch in die richtigen Regionen reinzukommen. Wenn wir zu viele Ritter gesetzt haben, dann kommen die hier oben in dieses, zu diesem Schlösschen und liegen dann hier. Wir können als Alternativzug einfach auch mal keine bieten. Wenn wir das machen, dürfen wir uns bis zu zwei zurücknehmen. Dann kriegen wir hier so ein Grasplättchen. Die Grasplättchen, die kann man zusammenpuzzeln. Die bringen dann auch Siegpunkte, wenn sie den ganzen Gral machen. Wer hier oben in der Reihenfolge am vordersten ist, sammelt hier weitere Punkte. Dann gibt es variable Spielerpower, die man nutzen kann, je nach Spieler. Dann gibt es für die unterschiedlichen Seiten hier weitere Erweiterungen. Ihr merkt schon, oh krass, da kommt ja immer mehr und immer mehr. Und das ist genau der Punkt. Das Ding ist alles, nur kein Familienspiel. Also niemals kannst du das mit Kindern spielen. Es hat viel zu viele Optionen. Also da brauchst du schon richtig geübte Brettspielkinder aus meiner Sicht. Also Kinder, die halt auch irgendwie die Quacksalber von Quedlinburg mit allen Erweiterungen zocken können und die Tavernen vom tiefen Tal mit allen Erweiterungen und so weiter. Das ganze Ding ist eigentlich ein super cooles, nettes Erwachsenenspiel. Ich sag mal Kennerspiel light, denn es hat extrem viele Entscheidungen. Du musst bieten, du musst schätzen, wie viel geboten wird. Du musst strategisch dich richtig einsetzen. Du kannst hier Kettenzüge erzeugen. Trotzdem das Ganze mit einem Regelset, was du irgendwie in 10 Minuten erklären kannst und mit einer Spielzeit, die so bei einer Dreiviertelstunde oder so liegt. Also ein ganz interessantes Spiel, wo ich glaube, wenn man das Artwork nicht so familienknuffig gestaltet hätte, man sich wahrscheinlich mehr einen Gefallen getan hätte. Für mich ist das nämlich echt ein Spiel, was sich eher an Erwachsene richtet und nicht an 10-Jährige und wäre für mich eine Empfehlung für euch, wenn ihr auf sowas steht, so Sachen wie Millefiori und so weiter. Das ist echt ein cooles Ding. Checkt das mal aus. Das fliegt leider so knapp unterm Radar bei Schmidt-Spiele. Ist jetzt schon länger draußen, aber irgendwie, glaube ich, hat keiner so recht verstanden, dass das Spiel eben kein Familienspiel ist. Und deswegen ist es euch vielleicht vorenthalten geblieben. Für mich ist es kein Familienspiel und deswegen ist es absolut top. Hat richtig Spaß gemacht. Und ja, danke an Schmidt-Spiele für die Entschuldigung. Ich hätte es gern verlost, aber es bleibt bei mir. Und jetzt das letzte Ding, das habe ich auch bei den ersten Content-Creatern schon gesehen, weil das war einfach im Briefkasten. Unangefragt kriege ich eine Review-Copy. Das ist manchmal nicht schlau, liebe Verlage, fragt einfach vorher bei mir, ob das Spiel für mich was passt, dann spart ihr euch gegebenenfalls Porto, weil hier hat man es, glaube ich, gut gemeint, mir das Spiel zu schicken. Ihr werdet gleich sehen, ob das vielleicht schlau war, mir zu schicken. Und zwar ist es ein Spiel von Nice Game Publishing. Die kennt ihr vielleicht vom Spiel Jekyll vs. Hyde, was ja letztes Jahr auf einmal keiner auf der Kette hatte und inzwischen natürlich kennt man das, ein richtig gutes Ding. Und die haben sich was Neues ausgedacht und zwar nennt sich das Tough Calls nach dem Untergang. Dystopia, hier seht ihr das. Ist bei BGG mit einer 8 bewertet. Und kommt jetzt auf Deutsch raus. Also lasst uns von diesem 2020 hier nicht irritieren. Das ist Tough Calls und kommt jetzt auf Deutsch raus. Ja, bei mir ist ja jetzt echt wirklich jeder Brettspieldeckel falsch rum drauf. Es ist ja total krass. Gucken wir uns das Ganze an. Was ist Tough Calls? Es ist eher ein immersives Kommunikationsspiel. Die Regeln sind relativ schnell erklärt. Ihr habt ein relativ lustiges Material. Dann werden so ein bisschen Karten erklärt, der Spielidee. Und dann seid ihr auch schon auf euch gestellt. Also das Spiel lebt auch ein bisschen davon, dass ihr selbst so ein bisschen an den, also auch die Regeln euch so ein bisschen anpassen könnt, wie ihr wollt. Was haben wir? Die ganze Spielschachtel ist eine Wahlurne. Ihr seht das hier. Es gibt hier diese 5 Schlitze. Und es geht auch die ganze Zeit darum, in dem Spiel abzustimmen. Zusätzlich als Spielmaterial bekommen wir eine Sanduhr, die muss man nicht benutzen, die ist einfach nur da, wenn man halt Spieler hat, die ein bisschen zu lang denken, die unter Druck zu setzen. Ihr bekommt einen Startspieler-Flaschenöffner, der kommt auf jeden Fall auf die Liste der lustigsten Startspielermarke. Ein Startspieler-Flaschenöffner braucht man ganz dringend. Dann bekommt ihr einen kleinen Satz an Karten, sind gar nicht so viele Karten für so ein immersives Game, das ist die ganze Story. Da gibt es unterschiedliche Storys, schauen wir uns gleich an. Und dann, ich leere es mal um, ganz viele solche Flaschenöffner, Deckel.
Das heißt, das ist eure Art, hier Abstimmungen zu machen. Ihr habt Kronenkorken, Flaschenöffner. Es geht so ein bisschen darum, es ist wirklich eine weltweite Krise ausgebrochen. Nichts ist mehr wert. Und es besteht alles nur noch aus diesen Flaschenöffnergeschichten und diesen Kronenkorkendeckeln und sonst irgendwas. Und so entsteht hier dieses Abstimmungssystem. Das heißt, das sind die einzelnen Spieler. Jeder kann sich für einen Kronenkorken entscheiden. Jede Runde wird abgestimmt. Wer hat es gut gemacht? Es wird so geheim gemacht. Dann werden hier die so hineingeworfen von den einzelnen Spielern geheim in die Urne. Und ganz am Ende des Spiels wird einfach geguckt, wer hat hier am meisten gesammelt. Und wie spielt man jetzt das Spiel? Also, das Spiel ist relativ einfach zu erklären. Man wählt sich eine dieser großen Karten aus. Das ist das Grundszenario, was man hier spielt. Das heißt, im Spiel sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Szenarien. Das heißt, 10 Mal könnt ihr es einfach mal so schon spielen, ohne dass sich das wiederholt. Das ist schon relativ viel Wiederspielreiz, muss man sagen. 10 Szenarien. Zusätzlich bekommt jedes Szenario 3 Eventkarten. Und bei diesen Eventkarten, die hat man hier, die sind dann immer jeweils mit dem richtigen Bild. Und bei den 3 Eventkarten ist es auch so, dass am Ende des Spiels eine davon benutzt wird und die anderen beiden nicht. Das heißt, ihr habt mindestens 30 Möglichkeiten, das Spiel zu zocken. Was schon echt viel, viel Wiederspielwert ist. Hier auf der Rückseite, ich will jetzt gar nicht spoilern, liegen einfach nur Texte drauf. Auch hier sind das einfach nur Texte. Und dann gibt es ein weiteres Deck, das ist das hier. Und auch da ist einfach nur Text drauf auf diesen Karten. Dieses Deck spielt man einfach immer. Wie funktioniert das nun? Wir spielen einfach ein Szenario. Ich lese euch das Fertige gar nicht vor. Ich erzähle euch jetzt einfach eine fiktive Geschichte, die da nicht drauf ist. Hier ist jetzt ganz viel Flavortext. Ich sage einfach mal, aufgrund der Spielmesse in Essen ist eine globale Pandemie ausgebrochen und alle Menschen sind tot, bis auf 800 Menschen. Diese sind in einem verlassenen Hochsicherheitsgefängnis in Essen festgehalten und versuchen auszubrechen. So, das ist jetzt irgendeine fiktive Story, die da passiert. Und jetzt kommt einfach eine Frage. Und das ist jetzt das eigentliche Spielprinzip. Du bekommst immer eine moralische Prüfung. Die könnte zum Beispiel heißen, ihr habt zu wenig Wasser. Wie gehst du mit dieser Situation um? Das könnte jetzt die Frage sein. Und jetzt muss reihum jeder Spieler, man hat wirklich nur ganz kurz Zeit, sich Gedanken zu machen, so ein Statement dazu abgeben. Das Statement könnte heißen, ich bringe alle alten Menschen um, weil die brauchen wir eh nicht mehr. Das Statement könnte heißen, ich schicke einen Suchtrupp los, der soll nach neuen Wasservorräten suchen, was weiß ich was. Oder ich rationiere jetzt. Also ihr müsst einfach so Anführerentscheidungen treffen. Es ist ja tough calls. Du musst also jetzt taffe Entscheidungen treffen. Und jede Runde wird abgestimmt, wer hat denn das am besten gemacht. Und so spielt man das einmal reihum, bis jeder dran war. Und dann wird das Ereignis gespielt. Das Ereignis ist auch wieder irgendwas, was passiert. Ein Überläufer kommt. Wollt ihr ihn aufnehmen in eurer Gemeinschaft? Wollt ihr ihn töten? Was weiß ich was. Es sind andauernd diese Tough Calls Entscheidungen. Hier wird dann am Ende mit so einem Kronenkorken abgestimmt. Bedeutet also, dieser Kronenkorken zählt doppelt und sobald man natürlich mit einem Kronenkorken abstimmt, sieht man auch, wer für was am Ende gestimmt hat. Was durchaus auch nochmal den ein oder anderen Aha-Moment auslöst. Denn es geht in dem Spiel schlichtweg darum, am Ende die meisten Punkte zu sammeln. Das heißt, man könnte auch, wenn man merkt, man ist hinten, bewusst dafür sorgen, sich selbst, obwohl man gar nicht die besten Antworten gibt, natürlich den eigenen Chip reinzuschmeißen und nicht unbedingt dem, der es ganz gut gemacht hat. Das ist also so eine extra Ebene in diesem Tough-Callen etc. Und ihr merkt schon in der Art, wie ich das Ganze vorerzähle, das ganze Spiel basiert eigentlich zu 100% auf dem, was in deinem Kopf passiert. Die Szenarien, die Karten, das ganze Zeug, was hier mitkommt, ist wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht. Es sind super interessante Stories, ich habe mir die angeguckt. Wie gesagt, ich will sie nicht spoilern. Da sind coole Endzeit-Szenarien drin, unterschiedlichsten Sachen. Nicht immer nur das gleiche Pandemie-Ding, was ich jetzt gerade erzählt habe. Aber du brauchst halt eine Runde, die jetzt rollenspielmäßig hier eintaucht, die um die Führerschaft kämpft, die da interessante Ideen hat, die dann da auch abstimmen möchte. Und unsere Runde war alles, nur nicht das. Also wirklich überhaupt nicht, passte gar nicht in unsere Runde. Ich habe aber schon die ersten Reviews von Leuten gesehen, zu denen das passen könnte, die auch erstmal so ein bisschen so lala, mau, mau da hängen. Denn es gibt für mich einen entscheidenden Nachteil im Spielprinzip. Das ist dieses, es gewinnt, wer es am besten macht.
aber das bin ja vielleicht nicht ich und ich habe sehr wenig Möglichkeiten, jetzt das zu verändern. Also ich kann mit meinem Voting nicht unbedingt dafür sorgen, einen sehr starken Spieler rauszuvoten oder ähnliches. Es fehlt dieses, ach, der ist mir gefährlich, ich vote den raus, lasst uns den töten. Moment zum Beispiel, wie man das aus anderen solchen Spielen, vielleicht ein Verrätermechanismus oder sowas. Also solche Sachen fehlen. Es ist wirklich sehr auf so eine Gemeinschaft ausgelegt und für mich ist Tough Course deswegen eher so ein Spiel, was man vielleicht mit so Jugendgruppen spielt in der Konfirmandenfreizeit oder so. Oder was man vielleicht so als Teambuilding-Maßnahme bei sich im Büro ausprobiert, um so ein bisschen Jungmanager zu trainieren und so weiter. Für mich ist dieses immersive Erlebnis hier drin einfach kein Brettspiel im gar keinem Sinne, weil es überhaupt nicht mit, es nichts von dem ist ein Brettspiel. Nichts von dem hat mit Strategie oder Glück zu tun. Es hat wirklich nur damit zu tun, was triffst du für moralische Entscheidungen und wie sehen die anderen deine moralischen Entscheidungen, die du da triffst für die Allgemeinheit. Finden sie es cool, dass du die alten Menschen tötest oder finden sie den anderen Vorteil ganz toll, dass es heißt, lasst uns die Kinder essen. Was weiß ich, was für Ideen kommen. Und du kannst ja lustige Rollen spielen, du kannst ja lustig drauf sein, du kannst ernst sein. Bei mir springt da leider überhaupt nicht der Funke über. Und deswegen, es tut mir leid für Nice Game, weil ich bin einfach auch überhaupt nicht die Zielgruppe. Aber wenn ihr mir halt ein Spiel schickt, dann teste ich es auch aus. Das nächste Mal, wie gesagt, einfach fragen. Einfach fragen, dann hätte ich vielleicht gesagt, oh nee, so kommunikative, ernste Sachen ist vielleicht einfach nicht das, was Geekpunkt macht. Und von daher, liebe Leute, ich kann es euch nicht empfehlen, weil es nicht mein Spielgeschmack ist. Wenn es euch gefällt, ich habe es versucht, jetzt halbwegs vorzustellen, was wirklich drin ist. Oder wenn ihr sagt, boah, das ist genau das Richtige, ich bin Lehrer, das kann ich mit meiner Schulklasse, 10. Klasse, kann ich genau das zocken, super geil. Das ist genau so ein Ding, was ich brauche, dann holt es euch. Ich muss euch davon abraten, hat auf einem Brettspielkanal nichts zu suchen, weil es einfach kein Brettspiel in diesem Sinne. Leider ein Flop. Obwohl ich es gut finde, ihr wisst, Kulturgutspiel, ich mag, wenn sich Leute trauen, mehr als einfach nur so Standard-Brettspiele zu machen. Aber das Ding hat irgendwie also es macht weder Spaß, noch ist es am Ende so moralisch entscheidend gewesen, dass sich mein Leben dadurch verändert hat. Keine Ahnung. Irgendwie hat es nicht gefunkt. Tut mir leid. So, das waren sie wieder, die 5 Spiele. Ich hoffe, es war einiges für euch dabei. Schreibt mir da gerne in die Kommentare, ob ich wieder einen totalen Schwachsinn erzählt habe über die Spiele oder ob ihr es genauso seht, ob ihr bessere Sachen gerade gezockt habt, ob meine Frisur scheiße ist. Am liebsten wäre es mir, wie gesagt, ihr kommt rüber auf Twitch, da sind wir immer live, da kann man das ein bisschen auch mit dem Chat diskutieren. Wir haben hier eine ganz nette Community und wir beißen nicht. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Pile ist geil und ich verabschiede mich von YouTube. Bis dann. Tschüss, YouTube. Tschüss. Tough Course klingt wie ein kleiner RPG irgendwie. So, und jetzt mal alle Handys und Hefte weg. Ich mache eine nicht angekündigte Zwischenprüfung. Sie haben jetzt ja alle das Video von Geekpunkt gesehen. Da möchte ich jetzt natürlich wissen, wie viele schlechte Witze hat er gemacht. Achtung, Augen auf dem eigenen Tisch, nicht beim Nachbarn. Wir haben hier noch etwas Referenzmaterial für Sie, falls Sie sich unschlüssig sind. Und ich hoffe, Sie haben als Hausaufgabe zu Hause dieses Video bereits durchgearbeitet. Ansonsten bitte klicken Sie hier, damit die Note Ihnen zugewiesen werden kann. Und jetzt 10 Minuten Pause.